Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, der Remastered Edition. Wir sind, toll, gleich ploppt eine Nachricht auf, das ist immer toll, mitten in der Aufnahme. Du planst es nicht und es kommt. Nein, nicht so schlimm, halbwegs. So, nach einer halbwegs erfolgreichen Mission, ne? Beginnen wir jetzt die nächste Mission. Ah, Connor, welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Hi. Bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Süß. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Er lässt sich auf jeden Fall nicht gerne anfassen. Jo, ich finde halt, die Animation ist halt schon geil. Mir damals schon bei Assassin's Creed gefallen. Also bei Assassin's Creed 3, muss man sagen. Da habe ich Geburtstag. Also nicht in dem Jahr, aber am Tag. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Hier, dann nach links. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Da lang, Connor. Das sind die richtigen Bugs, Alter, wenn du auf einmal hängen bleibst, ey. Ja. Das ist es. Das ist der Weg. Ich bleib mal besser auf. Irgendwas als kein offener Konflikt. Gott. Reite weiter! Ja, wir sind. Rotröcke. Was machen die denn hier? Das müssen Kundschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Gib mir eine Anweisung. Hier, dann nach links. Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Reite weiter. Hier, dann nach links.
Da wären wir. Jetzt besser zu Fuß weiter. So, ich will kurz versuchen, da jetzt keinen Konflikt auszulösen. Ne? Und werde schauen, dass ich irgendwie das packe. Ihr werdet mal kurz, Moment mal, meine zarte, wundervolle Stimme mal kurz nicht hören. Bis gleich. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Links! Ja. Wir sind hier ganz genau richtig. Reite weiter! Ich wäre nicht überrascht, wenn es noch mehr Ärger gibt. Bleib wachsam. Exzellent! Direkt! Hier, dann nach links. Hier, dann nach links. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Hier, dann nach links. Da lang, Connor! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Du musst nach links, Connor! Reite weiter! Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Ich wäre nicht überrascht, wenn es noch mehr Ärger gibt. Bleib wachsam! Das ist es. Das ist der richtige Ort. Sagt Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Da lang, Connor! Nach rechts, Connor! Nach rechts! Rechts rum!
Wir sind hier ganz genau richtig. Rechts rum! Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Damit hast du bestimmt das Überraschungsmoment. War zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Steig wieder aufs Pferd, Connor. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Du musst nach links, Connor! Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Hier, dann nach links. Lass uns zu Fuß weiter zu. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Wo zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln und eine Hose anziehen. Sofort. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Naja. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten.
fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Doss und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Ja. Den Schritt hätte ich aber auch geschafft, wenn mein Pferd Spore gegeben hätte. Hat aber leider nicht. Der blieb komischerweise einfach nur stehen. Nicht stehen, sondern er hat schon geritten, aber nicht wie ich wollte. So schlimm ist es jetzt auch gar nicht, wie gesagt. Das ist jetzt... ja, doof gelaufen, sage ich einfach mal. Starten wir mal die Mission. Bleibt standhaft, Männer! Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen! Doch wenn sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen! Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Und sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeigt das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Bad News Barrett. Nee, okay, Witz. Noch was Besonderes beachten. Komm, wir vereinigen uns bei Concord mit den anderen. Ich will doch nur wissen, ob ich eine zusätzliche Mission habe oder nicht. Das zeigt ja auch nie an. Das zeigt immer erst später an. Schneller gewesen, wenn ich auf Bäume geklettert wäre. I don't know. Zeit habe ich noch. Zusammenbleiben, Jungs, und Schritt halten! Hilfe! Was geschieht hier? Krieg. Blitzkrieg. Der bleibt einfach stehen. Ja, ich guck erst mal. Lass mal Selfie machen. Raus! Alle Mann! Flieht! Die nehmen Gefangene! Flieht! Nein, echt? Wir haben meinen Bruder und den alten Robert geschnappt. Wir müssen was tun. Wir müssen helfen. Die sind da drüben lang. Ich merke gerade, ich komme auf jeden Fall gerade wahrscheinlich so an. Yo, ho, ho, ne Beutel von der Arsch.
Bewegt euch, wir haben wenig Zeit. Ja, da war die zusätzliche Mission jetzt. Vergossenen Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf... Gott sei Dank. ...müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Okay. Sir! Vermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützen. Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen jetzt. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Vorbereiten! Wartet auf mein Signal. Vorbereiten. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Vorbereiten! Jetzt feuern! Wartet auf mein Signal! Jetzt feuern! Vorbereiten! Macht euch bereit! Jetzt feuern! Nicht schießen! Los! Bereit. Feuer! Wartet auf mein Signal. Macht euch bereit. Los!
eine bittere Pille. Ein bisschen Bockmist gebaut. Egal, hier mache ich kurz einen Schnitt rein und sehen uns gleich im nächsten Part. Bis gleich.